Hallo und willkommen zurück zu Super Mario All-Stars, bzw. Super Mario Bros. 2. Ja, wie ihr seht, wir sind schon in Welt 5, das heißt, es sind noch schätzungsweise 3 oder 4 Parts, bis auch dieses Mario dann abgeschlossen ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht mit Mario All-Stars, dass wir da so schnell durchrauschen, aber ja. Es sind ja noch eine Menge andere Projekte da, die noch kommen. So, wir haben sogar unsere 4 Leben noch beibehalten durch den Speicher. Na, schauen wir mal. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen von denen hier. Wir wurden trotzdem neu erwischt. Mist. Naja, ihr seht ja wieder neue Aufnahmezeichen. Keine Ahnung, ob wir hier an der richtigen Stelle stehen. Nein, können wir nicht. Hier Richtung Türe gucken. Auch nicht. Ist tatsächlich mal wieder der jetzt auf einer anderen Stelle. Auch hier nicht. Wo ist er denn? Verzeihung. Hier? Auch nicht? Ah. Ups, daneben. Keine Ahnung, ob wir jetzt noch mal ein paar Münzen kriegen oder ob das... Nö. Okay, also wir müssen auf jeden Fall die Flasche was weiter mitnehmen. Nur für Münzen ist die eigentlich nie da. Das heißt, irgendwo in der Ecke muss dann auch ein Pilz sein. Ah, okay. Okay, wir machen es etwas leichter. Dann ja, wir müssen tatsächlich eigentlich die Fische benutzen. Das kann ja heiler werden. Ich stelle mich auch gerade wieder mal ziemlich dämlich an. Ich bin zwischengelandet. Es kann auch sein, dass ich allgemein ein bisschen unkonzentrierter bin aufgrund der Temperaturen, weil hier ist es ziemlich warm. Und wir sind noch mal eben knapp 30 Grad schon. Das heißt, die Aufnahmesessions werden langsam ein bisschen unbequem, sag ich mal. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal. Wie gesagt, ich weiß ja, dass wir eigentlich hier nicht unbedingt wegen Münzen farmen, das Ding haben, aber ich bin ganz ehrlich, warum nicht mitnehmen, wenn wir können. Naja, ein paar Münzen mehr als eben, auch wenn es gerade eher schlecht war, die letzte Runde. Ich... Ah! Idiot! Ah, Mann! Ich bin so ungeschickt manchmal.
Auch hier nicht. Es kann sein, dass das hier an der Stelle dann war mit dem Pilz. Okay, also wir müssen irgendwie da hoch. Das war noch nicht wie, aber irgendwie. Ups. So schon mal nicht. Na, dann machen wir den halt so. Wir verschwenden gerade nämlich nur unser Leben. Ja, der Grüne macht nur Feuer. Yep. Ach. Na, ihr merkt schon, teilweise wird es dann doch schon schwieriger. Vor allem die spammt ja ganz schön. Natürlich mit fast kein Leben. Oh, naja. Wir haben ja einige Münzen. Vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Leben raus. Dazu ist schon mal eins. Das war nix. Das war auch nix. Wieder nix. Jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt angelangt. Beziehungsweise jetzt den Punkt, wo wir das Spiel starten. Rein lebenstechnisch. Weiter. Sorry, ich muss mal ganz kurz nur die Brille greifen. Jetzt sehe ich nämlich nicht die Aufnahmezeiten. Ich hatte jetzt nämlich schon bei einigen Projekten etwas extrem große Parts und das sollte nicht die Regel werden, weil ich auch noch eine Menge andere Let's Plays heute aufnehmen muss und dementsprechend wäre das ein bisschen schlecht. Okay. Ausnahmsweise mal ist hier nichts. Heute ist mehr meine Ungeschicklichkeit im Weg als alles andere.
Mies. Ja, nix. Ja, stimmt ja. Die Dinger funktionieren nur außerhalb der Röhre, nicht in den Röhren. Das habe ich vergessen. Damit wäre auch unser Wurfgeschoss hinfällig. Ich möchte noch die weiteren Münzen haben, um ein Leben zu holen. Also wir können nur zweimal pro Flasche Münzen holen immer. Dementsprechend sollten wir die einteilen. Meine Treffsicherheit ist heute echt on the top. Aber sowas von. Den killen wir nicht, den brauchen wir nämlich. Oh Mann, ey, das tut schon weh heute so. Ah, ey. Kann man manchmal nur so dämlich sein. Das war auch schon wieder so eine super kluge Aktion. Nein! Ich dummbatz. Ah. Mist. Das Problem ist, die Renntaste ist auch gleichzeitig die Taste, um die Gegner aufzunehmen. So wird das nix. Danke. Einmal Leben, was mir nichts mehr bringt. Jetzt würde es mir was bringen, aber jetzt ist es natürlich wieder hinfällig. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Ich treffe heute auch gar nichts. Danke. Mist. Okay. Nein, was mache ich, Idioten? So nicht.
Aha. So. Habe ich jetzt ein bisschen Polster? Dann muss ich mich so. Oh. Tatsächlich schon wieder diesen Eiertanz hier machen, um den Gegner zu spawnen. Problem ist, wir brauchen den da hinten nämlich. Ach, okay, das hält sich schon wieder nicht fest. Autsch. Treffer. Mist. Hier gibt's nur auswendig lernen. Ein Leben, super. Hat sie mich doch nur mit der Flamme erwischt. Okay, wir müssen da nochmal. Ach, jetzt habe ich Mario genommen. Wir hätten hier eher Peach gebraucht. Verdammt. Ja, aber wenn ich so immer spiele wie jetzt momentan, dann haben wir noch doch noch ein paar Parts mehr. Ach. Das mit den Fischen noch jetzt machen, Mario, das weiß ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Okay. Das war das Maximal, was wir rausholen konnten. Und hier mit den Baumstämmen, das geht ja noch einigermaßen. Zu weit gesprungen. Nö, das machen wir mit Peach. Einfach mal hier rein. Nö. Ah, was mache ich da für einen Schrott? Lohnt sich sowieso nicht. Thank you.
Das Leben können wir gut gebrauchen. Das Herz auch. Ich habe noch nicht verstanden, wie wir da oben rankommen sollen. Fallen. Na super, da liegt es jetzt richtig gut. Naja. Ohne Treffer war das kaum noch zu kriegen an der Stelle. 11 Versuche. Wir sollten mal gucken, dass wir möglichst viele Leben rauskriegen. Ja, wir haben schon die ersten 20 Minuten wieder zusammen, bis wir sogar mehr. Ich drücke einfach auf gut Glück, also irgendwie zu time oder so. Das habe ich bisher so nie hingekriegt. Na, allzu viele Leben kriegen wir hier anscheinend nicht raus. Nee. Okay. Versuchen wir noch. Mach ich denn? Schön. Das machen wir dann nochmal. Was? Das hat nicht gezählt? Was soll das denn? Wir haben die doch schon aufgehoben. Jetzt aber. Ach, den hätte ich wieder als Plattform nehmen können. Egal. Wir waren ja schon weiter. Wir wollen uns noch mal leben. Der dämliche Flamingo ist natürlich in den Abgrund gelatscht. Ah.
Mann, bin ich heute schlecht. Kein Herz? Jetzt brauche ich auf jeden Fall eins. Hier nix. Die befürchten, dass wir hier keins kriegen. Das wäre ein bisschen sehr schlecht. Dann müssen wir es leider ohne schaffen. Was nicht gut ist. Diese Zeitverzögerung beim Wechsel der Seiten ist auch nicht unbedingt das Beste. Oh nö, fall doch nicht runter, du Idi. Oh, halt dich doch mal fest. Ach. Was eine Geburt. Das ist aber auch eine gemeine Stelle. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Versuche mehr für den Boss. Trick 17. Gut, dann nach dem Bonus-Level hier, also nach der Bonus-Chance, werden wir dann erstmal eine Pause bzw. einen Cut machen. Und danach mal gucken, ob wir wie weit wir kommen. Haben wir zwar nicht eine komplette Welt pro Folge, aber naja, es wird halt auch schwieriger. Wenn dann beim nächsten Mal auch wieder mit Mario weitermachen, da sind wir in 5-3. Und hier machen wir dann auch erstmal einen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Bis dann!